Servus Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Patrick's Reef auf YouTube. Und heute, wie könnte es anders sein, ist mal wieder richtig viel los. Aber heute ist wirklich richtig viel los. Und zwar, wenn wir jetzt als allererstes zum Sedi fahren von Meerwasser Wilmund und werden fürs neue Nano-Becken den Erstbesatz von den Korallen erweitern, also gehen Korallen shoppen. Dann bringe ich, wenn ich schon mal da bin, das Apogee mit, das ist ein Paar-Messgerät. Dann werden wir das große und wahrscheinlich auch das kleine Becken einfach wirklich mal ausmessen, um zu gucken, okay, wie viel kommt eigentlich bei meinen Korallen an? Habe ich echt noch nie gemacht. Dann gibt es aber diese Woche auch noch mehr. Boah, ich habe noch die ersten Wirbellosen bestellt fürs kleine Aquarium, also fürs Nano. Dann kommen noch mehr Korallen fürs Nano und aber auch fürs Hauptbecken. Also diese Woche ist echt was los, aber ich bin mir sicher, ihr haltet das aus. Komm, ich nehme euch einfach mal mit. Mein lieben Sedi, wir sind nämlich gerade bei dem in der... Ist das eine Korallenfarm? Wie würdest du es bezeichnen? Ja, schon. Schon, ne? Ja. In der Korallenfarm, ihr seht gerade noch nicht so viel. Ich habe schon die Ohrenspülle auf. Ich mache gleich mal hier ein paar Filtershots. Weil wir sind heute hier, wir wollen nämlich für das neue Nano-Becken ein paar Korallen holen. Und ich bin mir sehr sicher, dass wir da fündig werden. Ja, dann gucken wir jetzt mal, ob wir so hier zusammen shoppen. So, das Sedi hat wirklich eine wunderschöne Auswahl. Von dem habe ich auch wirklich schon ganz, ganz viele Euphilien und generell einige Korallen aus dem Becken sind von ihm. Gerade für das Nano werde ich vor allem hauptsächlich ja so flachwachsende Korallen mitnehmen. Weil, ihr habt ja gesehen, ich habe mir sehr viel Mühe beim Scape gegeben. Und den soll man natürlich weiterhin sehen. Und ja, das ist so die Auswahl. Wir haben ein paar richtig schöne Akroporen mittlerweile. Ist richtig gut aufgestellt. Und ja... Ich denke mal, hier wäre mal fündig. Jetzt ist es wahrscheinlich sehr orange, ne? Wir haben mal so ein bisschen was haben wir mitgenommen. Also ist so ein kleiner Erstbesatz. Reicht natürlich nicht, um das Becken voll zu kriegen. Genau, wichtig, Karte. Meerwasser will im Mund. Ja, Sedi, vielen Dank. Gerne. Wir sind jetzt wieder in Gummersbach. Und das ist unsere Auswahl. Ist schon ein bisschen was, ne? Ist auf jeden Fall was, ja. Für ein bisschen, für den Erstbesatz auch ein paar richtig schöne Sachen dabei. Hier kommt jetzt natürlich The Dip. Also da müssen wir jetzt auch gleich die Ableger alle schon absuchen, weil gerade jetzt bei so einem kleinen Becken haben wir ja was Fressfeinde angeht. Ja, müssen wir schon darauf achten. Wir können halt kein Fuchsgesicht oder so einsetzen. Ne? Das könnte nicht ganz tiergerecht sein. Ja, dippen wir jetzt mal 5 Minütchen. Dann werden die schön nochmal ausgespült und dann kommen die ins Becken. Soll ich mal auf den aktuellen Stand holen? Wir haben die Korallen eingesetzt und die sehen wirklich schon richtig gut aus. Und wenn ihr mal genau hinguckt, ich weiß nicht, man sieht so langsam, es geht mit der Algenphase los, also die Ugly Stage, wie viele sagen. Ich habe jetzt mal hier schon mal eine Kegelfechterschnecke eingesetzt und die ersten Schnecken, dass sie direkt anfangen können, die Aufwüchse abzufressen. Habe auch den Abschäber von Arca installiert. Also ich habe mich für den Hang-On 150 entschieden und der ist gerade noch recht laut. Man muss aber sagen, er ist in den letzten Tagen viel, viel leiser geworden. Ich denke einfach, dass sich da so eine Bakterienschicht bilden muss oder wie auch immer, dass der überhaupt vernünftig funktioniert und dann auch leiser wird. Also er wird wirklich von Tag zu Tag leiser. Und genau, so sieht das aktuell aus. Am Freitag kommen noch mal ein paar Korallen dazu, die werde ich noch einsetzen und dann zeige ich euch mal das vorerst finale Ergebnis. Was wir heute auch gemacht haben, oder was wir die Woche jetzt auch immer tun, ist Ammonium messen, weil ich will ja gucken, wann wir Fische einsetzen können. Heute war schon bei 0,5, also das ist eigentlich schon auf einem ganz guten Weg und geht immer langsam zurück. Ich pushe aber auch aktuell die Bakterien hier mit, habe ich mir von Microlift einmal hier das Special Blend geholt und das Neat Out. Da geht im Moment richtig was am Tag rein, um die Fauna halt im Prinzip anzuheizen. Und ja, genau. Ich bin momentan wirklich sehr, sehr happy, wie die Korallen stehen und wie sich das Becken entwickelt. Müssen dann natürlich noch abwarten, es ist viel zu früh für irgendein Fazit. Aber derzeit bin ich echt glücklich. So, und ich werde jetzt mal Tim schnappen, weil ich habe ja das Paar-Messgerät vom Sedi mitgenommen. Jetzt werden wir einfach mal die Leuchtstärke messen. Messen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Wir haben jetzt mal hier uns schon mal Zeichnungen und Linien drauf gemalt und werden jetzt mal messen. Das Gerät kann man beim Sedi im Online-Shop kann man das auch leihen, das habe ich einfach mal getan. Und jetzt gucken wir doch mal, wie viel Licht bei mir im Becken ankommt. Da bin ich sehr, sehr gespannt. Also Leute, wir haben jetzt gerade mal tatsächlich gemessen. Also wir haben euch jetzt nicht die ganze Zeit dazu geholt, weil das war jetzt nicht so super spannend. Im Endeffekt macht das echt Sinn, das zu zweit zu machen, dass der eine das Gerät hält und der andere schreibt die Zahlen hin. Und so sieht das jetzt aus. Was mir echt aufgefallen ist, also der Izzy sagt ja immer, dass seine Lampen schon sehr gerade nach unten strahlen und wenig Strahlung nach rechts und links haben.
Und das bestätigt sich hier gerade voll, ne? Volle Möhre, das ist echt krass. Also wir haben zum Beispiel hier oben, obwohl es ganz oben ist, zwischen diesen beiden Lampen nur 360 Paar. Das war mir vorher echt nicht so bewusst, weil ich dachte teilweise, die Korallen hätten viel mehr Bums. Jetzt gibt es natürlich zwei Möglichkeiten. Ich könnte theoretisch noch ein bisschen mehr, also die laufen ja nicht auf 100%, ich könnte oben noch ein bisschen mehr reingeben. Aber guck mal, du hast jetzt hier unter der Lampe 550 und hier dazwischen 410, obwohl es die gleiche Höhe ist. Ja. Fast. Fast. Ein paar Zentimeter runter. Fast. Ist schon ein Riesenunterschied. Oder auch hier oder unten. Oder hier auch mit der ja, hier ist auch krass. Genau, die Pumpe eben, also beziehungsweise hier an die Stelle durch diese Verästelung kommt hier nur noch 130 an, hier unten aber schon 200. Und hier unten kann man sehen, dass die eigentlich recht gleich ist. 300, 340. Also zum Beispiel im unteren Bereich ist es dann übrigens egaler. Ist ja logisch, weil der Abstrahlwinkel halt so ist. Aber das ist schon krass. Hätte ich nicht mit gerechnet. Aber klar, so sehen die Werte eigentlich ganz gut aus. Bei einer Akku, hier die von Eurocorals, die sieht im Moment nicht so toll aus. Hat irgendwie Farbe verloren. Und ich habe jetzt mal gefragt, bei wie viel Paar die stehen haben. Die probiere ich jetzt mal genau da zu platzieren. Und hier. Wir messen jetzt mal gerade das Technikbecken aus. Wir sind gerade ein bisschen schockiert. Das ist sehr wenig. Wie wenig das doch ist. Also 300 meiner Euphys hier. Und ich habe hier unter der Wasseroberfläche 300. Und hier unten, wo meine Akkuableger stehen, was habe ich da? 170. 180. Ja, da brauche ich mich nicht wundern, die nicht ausfärben, ne? Boah, das ist jetzt so eine Sache. Ich glaube, ich baue ein Akkuboard, wo ich die einfach höher setze. Das wäre, glaube ich, eine ganz gute Idee, weil seht ihr selbst, da ist nicht so viel. Krass. Ach genau, und wichtiger Fakt an der Stelle, ich habe die Lampe jetzt schon hochgestellt von 45, weil ich immer Angst hatte, die Korallen zu grillen. Habe die jetzt mal auf 90 hochgeballert. Weiß nicht, ob ich es auf 100 fahren lassen soll, aber das ist krass. Das ist wirklich, ne? Und hier, ich messe hier vernünftig. Nicht, dass ihr denkt, ich mache Bullshit. Also da hätte die jetzt 200 und da, wo die stehen, also wo jetzt die Korallen was abkriegen, sind 200. Da würde ich mal sagen, ist mindestens das Minimum. So, wenn wir das Teil schon einmal da haben, messen wir natürlich jetzt auch einmal das neue Becken. Ist das an, Timmy? Das ist an, jetzt wieder aus. Also jetzt wieder aus. Jetzt ist es wieder. So, was kriegen wir hier die Euphys? Kriegen 130. 130? 130. Da? Ja. Was 120 sogar. 120. Und was haben wir jetzt zum Beispiel hier unten? Da haben wir 115, 120. 115, 120. Und da? Da haben wir 120. 120? Hat die einfach überall 120 oder was? Da? 120. Echt jetzt? Ja. Und da? 100. Und jetzt hier? 140. 140. 140. Okay, also ich glaube echt, die kann man echt was hochballern. So, hier Zentrum. 90. 90? Ja, krass. Okay, kann man auf jeden Fall noch was hochdrehen, glaube ich. Kann man hochschrauben, ne? Ist ja nix. Ist nix. Drei Tage später. So, Freunde, Go war da. Und wir haben Lieferung gekriegt. Einmal habe ich netterweise von White Corals, die habe ich nämlich gefragt, ob die das Nano-Projekt unterstützen würden. Haben die gesagt, jo, mach ich. Und der Cory, der Coral Head von denen, der hat gesagt, ich baue dir einfach mal was zusammen. Ich habe echt nichts bestellt. Ich habe gesagt, komm, mach einfach mal was. Da bin ich total. Bin ich schon ein bisschen gespannt, ne? Will echt sein. Und heute sind auch tatsächlich die Wirbellosen gekommen: Schnecken, Garnelchen, Krebse. Aber die sind nicht alle für mich fürs Nano, sondern ich habe auch noch für einen Kumpel mitbestellt. Ja, und das packen wir jetzt mal alles aus und dann zieht das ein und dann gucken wir uns das an. Gucken wir mal, was wir gekriegt haben. Ich habe einmal noch fürs große Becken auch noch zwei Akkuporen gekriegt. Super geil. Dann noch Lobos, eine Scheibe, eine Buttons-Goalie. Finde ich sehr, sehr geil. Die tippe ich jetzt und dann ziehen die da ein. Ich werde mich jetzt auf den Weg machen nach Nümbrecht, weil der Flo, der mal unter meinem letzten Video kommentiert, dass ich von ihm zwei Clownfische haben kann und eine Anemone, die werden wir jetzt abholen. Also sehen wir uns jetzt gleich beim Flo. So, ihr Lieben, wir sind gerade beim Flo. Der Flo ist der nette Herr, der letzte Mal unter das Video kommentiert hat. Hey, du suchst so eine Anemone und Nemos. Ich habe welche. Ja. Der hat heute Geburtstag. Alles Gute. Ne? Ja. Und ja, hier ist das schöne Becken vom Flo. Der hat ein, was ist das, ein Reefer 150? 170. 170. Und da sind die Nemos, die zu uns ziehen werden und die wunderschöne Kupferanemone. Und ja, gucken wir mal, ob wir die jetzt gucken wir doch mal, ob wir die jetzt rauskriegen. Das hat tatsächlich wunderbar funktioniert. Hier sind die zwei Rabauken. Ne? Die zwei Nemos, dann haben wir die Kupferanemone. Ja, möchte ich nochmal vielen Dank sagen. Gerne. Flo.
Und bin gespannt. Der Flo kriegt nämlich ein neues Becken. Will er gerne haben. Will bald gerne ein neues Becken haben. Und dann komme ich auf jeden Fall mal vorbei und werde mich revanchieren. Ein paar Sekunden später. Wir sind zurück in Gummersbach. Und jetzt sind wir gerade dabei, die Fische zu akklimatisieren. Denen scheint es wirklich sehr gut zu gehen. Und hier ist auch unser anderes Hündchen drin. Den haben wir mal separiert. Genau. Dann wollte ich auch mal sagen, was habe ich denn heute von White Corals gekriegt? Das sind richtig geile Korallen bei. Gerade hier diese Button Scoli finde ich so wunderschön. Aber ansonsten hat mir der Cory wirklich ein total tolles Paket zusammengeschnürt. Nochmal vielen, vielen Dank. Genau. Ja, was ihr auch seht, unsere Putzergarnele ist eingezogen. Ich habe jetzt nochmal ein paar Schnecken zusätzlich reingekriegt. Hier die Ricordia ist auch von White Corals, wunderschön. Die bleibt auf jeden Fall auf dem Boden, weil ich keinen Bock habe, dass sie mir das ganze Riff zuwächst. Und überlegen, die vielleicht hinten mit an den Fungierstein zu setzen. Das könnte sehr, sehr gut aussehen. Genau, ansonsten steht das Becken halt wirklich top. Und ja, gleich kommen die ersten Fische rein. Wunderschönen guten Morgen zusammen. Es ist ein paar Tage später. Ich bin gerade frisch aus dem Hollandurlaub zurück. Und man kann es nicht anders sagen, es ist echt eine Katastrophe passiert. Echt eine Katastrophe, weil ihr habt ja gerade gesehen, ich war beim Flo, habe zwei Clownfische und eine Anemone bekommen. Samstagmorgen, sprich einen Tag noch nicht mal, nachdem ich die eingesetzt habe, kriege ich folgende WhatsApp von Marc. Das bedeutet, die Anemone ist einfach mal schön in die Strömungspumpe geballert, obwohl ich sogar diesen super Schutz gebaut habe. Ja, jetzt mal Spaß beiseite, ich habe echt gedacht, das reicht. Und ja, das hieß dann erstmal Marc erklären, wie man Aktivkohle aktiviert, wo die ist, wo Filterbeutel sind und dann im Prinzip Aktivkohle hier in diesen Filterbeutel in die Rückvorderkammer zu pumpen, zu packen. Und ja, war eigentlich aufs Schlimmste vorbereitet. Aber wenn ich mir das heute so angucke, wenn sich da so ein Schaf stellt, sieht das Ganze wirklich gut aus. Ne, für die Clownies muss ich halt jetzt echt gucken, was ich mache. Ich habe ja vorher schon gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob ich eine Anemone reinsetze. Aber ansonsten scheint es die Korallen wirklich alle durch die Bank weg gut verkraftet zu haben. Da bin ich auf jeden Fall sehr glücklich. Jetzt habe ich das Becken ja seit 2 Wochen in Betrieb und mir fallen so ein paar Kleinigkeiten aus, die ich, wenn ich das Aquarium entworfen hätte, anders gemacht hätte. Und zwar fällt mir eine Sache auf. Ihr seht, ich habe überhaupt keinen Oberflächenabzug. Gestern waren Izzy und Jörg auch bei mir und ja, Alex ist das auch direkt aufgefallen und das Problem liegt, glaube ich, einfach an dem viel zu tiefen Schlitzen hier. Weil, wenn ich jetzt das Wasserniveau auf das Niveau absenken würde, wo die Schlitze sind, dann würde hier der Wasserauslass aus dem Wasser kommen. Das ist irgendwie nicht so cool gemacht. Das heißt, meine Idee ist jetzt hier eine Platte von hinten vorzukleben, um den Wasserstand im Prinzip hier zu erhöhen, dass wir wirklich einen Oberflächenabzug haben. Das werde ich jetzt mal noch eben machen. Ich war jetzt gerade in der Garage und habe Folgendes gemacht. Ich habe mir jetzt einfach mal aus einem Stück Plexiglas, was ich noch übrig hatte von der Rückwandhalterung, hier im Prinzip ein Stück gebaut, was genau hier reinpasst. Das heißt, ich muss das jetzt nicht mal kleben. Ich kann das also hoch und runter schieben, sogar den Wasserstand hier regulieren. Das ist echt ziemlich cool. Hat besser geklappt als gedacht. Und wir sehen auch direkt, dass das Wasser jetzt hier wirklich reingesogen wird. Dementsprechend ist auch der Wasserstand jetzt hier hinten tiefer. Weil vorher hatten wir immer das Problem, dass der Wasserstand im hinteren Bereich genauso hoch war wie im vorderen. Und das sollte jetzt deutlich besser funktionieren mit der Oberflächenabsaugung. Aber alles in allem ist die Anemonenattacke glimpflich ausgegangen. Die beiden Nemos sind fit, die Korallen stehen, wie ihr seht, wirklich super. Da ist noch Platz. Also wenn sich ein Händler dazu berufen fühlt und sagt, boah, für Marc und Michi lasse ich mal ein paar Korallen springen. Feel free. Nee, aber Spaß beiseite, sieht wirklich gut aus. Auch man sieht langsam, dass die Kieselalgen mittlerweile überall wachsen. Die Schnecken fressen fleißig, die Putzergarnele macht ihren Job. So sieht es echt top aus. Also dafür, dass da vor 3 Tagen eine Anemone in die Strömungspumpe gegangen ist, sieht das echt richtig, richtig gut aus. Und bin wirklich mit dem Gesamtergebnis bisher total happy. Jo, im Hauptbecken gibt es auch ein paar Neuigkeiten. Einmal ist das hier. Das ist die teuerste Guni, die ich jemals gekauft habe, aus dem Lifesale. Da habe ich mich auch echt mitreißen lassen. Ne? Aber wie ihr seht, wirklich wunderschönes Tier. Dann sieht meine Walt Disney wirklich fantastisch aus. Die hat ein Polypenbild, bildet gerade Fußscheibe. Und der Cory hat mir ja noch netterweise 2 Ableger von White Corals geschickt. Die habe ich hier oben hingesetzt, stehen auch bombastisch. Ja, und an sich bin ich momentan wirklich sehr, sehr glücklich. Meine Holy Grail teilt sich. Die hat jetzt von 2 Köpfen, ist die fast auf 4. Also da bin ich echt ziemlich happy. Ansonsten macht der Royal Exclusive, was ein guter Abschreiber machen soll. Das ist eine Waffe, muss man echt sagen.
Bin gespannt, wo sich das Becken jetzt hin entwickelt, ohne Phosphatabsorber. Und genau. Ja, Freunde, was soll ich sagen? Das war es schon wieder für heute. Mein Fazit, 2 Becken ist mehr Arbeit als 1. So, das kann man schon mal so ungefähr zusammenfassen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch bitte einen Daumen hoch da. Abonniert diesen Kanal, wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt. Und ja, wenn ihr wollt, sehen wir uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, habt eine gute Zeit, bleibt gesund und tschüss!